mein Vater zum Beispiel, der hat einen ganz schweren Schlaganfall gehabt vor 2 Jahren. Also davor hatte ich mich schon mit BCI befasst, aber der kam dann zufällig später. Und tatsächlich hätte dem eigentlich geholfen werden können. Aber es ist einfach noch nicht so verbreitet, die Technologie. Es wissen selbst Therapeuten, selbst Kliniken, Ärzte, wissen zum Teil gar nicht, dass es das gibt. Ja? Noch nicht mal die Neurologen wissen das. Ja? Und ich selber konnte es mir jetzt nicht leisten, so ein BCI für 35.000 Euro mal so schnell zu holen, weil ich das auch gar nicht bekommen hätte. So. Aber er hätte mit diesem BCI sehr wahrscheinlich noch mal rehabilitiert werden können. Ist leider nicht möglich gewesen. Ne? Also das sind so ganz große Vorteile, die ich sehe.